In meinem neuen Thriller ist es ja so, dass dieser Killer, der Totenzeichner, der reißt ja den Feinden, Opfern, wem auch immer, die Herzen raus und isst dann auch Teile davon, bereits am Tatort. Das habe ich so noch nirgends irgendwo gelesen. Das ist doch eine tolle Idee, oder nicht? Brät er die am Tatort? Nee, Kocht er er beißt da die am richtig Tatort? animal, er will das rohe Fleisch, er beißt da natürlich animalisch vor Ort gleich rein. Er kann sich dann nicht In die beherrschen. Ja, Herzen. in die Herzen. So. Ja, das funktioniert aber leider Was? nicht, Schatz. Wieso? Ja, weil es ein Mensch ist, der hat ein Allesfressergebiss, der hat auch gar keine Fangzähne mehr. Wäre es ein Hund, der wäre in der Lage, da ein Stückchen rauszureißen. Aber doch nicht mit dem menschlichen Gebiss. Also Eckzähne gehen auch nicht, reicht nicht. Nee, unsere Eckzähne reichen nicht mehr. Das ist der Grund, warum der Mensch angefangen hat, das Feuer zu kultivieren und warum wir mit Messer und Gabel essen. Und Klar, ein gegrilltes Steak, da könntest du auch so reinbeißen, aber in rohen Herzmuskel, der auch noch so eine Dicke hat, das kannst du vergessen, das klappt nicht. Carpaccio? Ja gut, Carpaccio ist aber auch wahnsinnig dünn geschnitten. Deshalb funktioniert das Ganze. Es ist zwar rohes Fleisch, aber wahnsinnig dünn geschnitten. Versuch mal ein rohes Steak reinzubeißen. Also versuch es bitte nicht, weil das nicht ganz so gesund wäre für dich im Zweifelsfall. Aber solange dein Killer nicht irgendwelche Werwolf-Gene hat und lange Eckzähne hat, wird das leider nicht klappen. Also vielleicht nochmal über was anderes nachdenken. Gut, dieser Kannibale von Rotenburg, Armin Maivis, der wollte hier jemanden lebendig essen. Der muss dann ja rausgefunden haben, dass das nicht geklappt hat. Ja, ich befürchte, dass Herr Maivis einige Illusionen zerstört bekommen hat, als er es probiert hat. Welt ist nicht immer gerecht.